10 emotionale Wiederbegegnungen mit Tieren, die dein Herz erfreuen werden. Hallo! Findest du nicht auch, dass man Tiere nicht als kaltherzig ansehen kann? Tiere sind mitfühlende Wesen, die die ihnen entgegengebrachte Liebe nie als selbstverständlich ansehen. Wenn du dich um ein Tier kümmerst, wird es sich, ob Hund oder Löwe, an dich erinnern. Wir werden dir das mit 10 emotionalen Wiederbegegnungen mit Tieren, die dein Herz erfreuen werden, beweisen. Versuch dabei nicht zu weinen. Chimpanzees have provided us with so much in this world. So much knowledge about ourselves. Nummer 10. Christian der Löwe. Es wird dich umhauen, dass selbst der König der Tiere nie einen Menschen vergisst. Die Geschichte von Christian dem Löwen ist alt, aber immer noch bewegend. Christian war ein in Gefangenschaft geborener Löwe, der dem Kaufhaus Harrods in London gehörte. 1969 kauften die Australier John Randall und Anthony Bourke Christian als Baby dem Kaufhaus ab. Sie kümmerten sich um Christian, bis er ein Jahr alt war. Als er größer wurde, hielten sie ihn im Keller und trainierten ihn auf dem Friedhof der Herrnhuter Brüdergemeinde in London. Sie machten auch Ausflüge an den Strand mit ihm. Da Christian einen natürlicheren Lebensraum brauchte, nahmen sie Kontakt zu den Tierschützern George und Joy Adamson auf, die Christian 1971 in ihr Kora-Reservat in Kenia brachten. Ein Jahr später lasen Randall und Bourke von Christians erfolgreicher Auswilderung und dass er eine Partnerin gefunden hatte und doppelt so groß geworden war. 1972 reisten sie nach Kenia und George mahnte zur Vorsicht, weil Christian sie vielleicht nicht mehr erkennen würde. Sein Irrtum hätte nicht größer sein können. Als die Männer den Namen des Löwen rufen, erscheint Christian mit einem Weibchen, das sie von einem Hang aus beobachtet. Er schreitet dann langsam auf sie zu und erkennt sie scheinbar nicht. Sie bedrängen ihn nicht, sondern bleiben stehen und lächeln. Sobald Christian sie erkennt, stürzt er sich auf sie, umarmt sie und leckt sie fröhlich ab. Das freudige Wiedersehen zwischen Mensch und Tier ging damals viral. Nummer 9. Limbani der Schimpanse. Limbani ist ein liebenswerter Schimpanse und ein Instagram-Star mit 709.000 Followern. Er lebt in der Zoological Wildlife Foundation, ZWF, in Miami, wurde aber nicht dort geboren. Nach der Geburt wurde Limbani von seiner Mutter verstoßen, weil er eine Lungenentzündung hatte. Aus Angst, er würde nicht durchkommen, wurde er in die Obhut der Tierpfleger Tanja und Jorge Sanchez gegeben. Limbani überlebte und verbrachte ein paar Monate bei Tanja und Jorge, bevor sie ihn an die ZWF zurückgaben. Limbani hat seine Pflegeeltern nie vergessen. Als Tanja und Jorge ihn 9 Monate später besuchten, war er überglücklich, machte liebevolle Laute und umarmte sie. Die ZWF sagte, ohne ihr Eingreifen hätte Limbani es nicht geschafft und der Schimpanse hat sie nicht vergessen. Nummer 8. Anita und die Wölfe. Wölfe können todbringende Wesen sein, aber das kann jedes Tier. Andererseits erwidern sie aber Liebe und Mitgefühl. Anita verbrachte 2 Jahre mit einem Wolfsrudel im Polarpark in Bardu in Norwegen. Diese Wölfe sind nicht vollständig domestiziert, aber sie haben Umgang mit Menschen, darunter Betreuer wie Anita. Sie sind aber wilde Tiere und was glaubst du, wie Anita nach 2-monatiger Abwesenheit begrüßt wurde? Sie haben sich in niedliche Welpen verwandelt, wie du im Video sehen kannst. Die Wölfe vergessen ihre Wildheit und sind überglücklich, ihren geliebten Menschen wiederzusehen. Anita begrüßte sie mit offenem Mund. In der Verhaltenssprache der Wölfe bedeutet das Respekt. Erstaunlich, oder? Nummer 7. Casey, die Zwergschnauzerin. Wenn du wissen willst, wie Freude aussieht, dann schau dir dieses Video über die Zwergschnauzerhündin Casey aus Pennsylvania an. Caseys Besitzerin Rebecca Ehalt musste beruflich nach Slowenien umziehen und Casey schweren Herzens bei ihrer Familie zurücklassen. Zwar wurde Casey liebevoll umsorgt, aber ihre Reaktion bei Rebeccas Rückkehr rührte Hunderte zu Tränen. Die Hündin hörte nicht auf zu bellen, bis sie nach 30 Sekunden ohnmächtig wurde. Sie kam schnell wieder zu sich und setzte ihr Gebell fort, überglücklich, Rebecca wiederzusehen. Rebecca war überwältigt und nahm Casey in ihre Arme. Nach diesem freudigen Wiedersehen wurde Casey zum Tierarzt gebracht, um sicherzustellen, dass es ihr gut ging. Nummer 6. Löwenbabys erkennen ihre Patin.
Sieh dir diesen herzerwärmenden Moment an, als die beiden geretteten Löwen Malkia und Adele ihrer menschlichen Patin Michaela Zimanova gegenüberstehen. Die Löwenbabys wurden von ihrer Mutter verstoßen und hätten nicht überlebt, wenn sie nicht an eine Großkatzenrettungsstation in der Slowakei übergeben worden wären. Ihre Eltern waren Zirkuslöwen, die in Osteuropa auftraten. Die jungen Tiere wurden von Michaela aufgezogen, bis sie allein zurechtkamen. Hier ist die unglaubliche Szene, als Michaela die erwachsenen Löwen besucht. Die Tiere haben sie, wie Christian, nicht vergessen, umarmen und küssen sie. Sie können ihre Aufregung nicht im Zaum halten und erkennen sie trotz wochenlanger Abwesenheit wieder. Als Zeichen der Zuneigung legen sie ihre Pfoten um ihren Hals. Nummer 5. Ein Pinguin schwimmt 8000 Kilometer, um einen alten Mann wiederzusehen. Unter allen Wiederbegegnungen mit Tieren kann keine die Geschichte eines Magellanen-Pinguins übertreffen, der aus Dankbarkeit für seine Rettung durch einen alten Mann jedes Jahr 8000 Kilometer schwimmt, um ihn zu besuchen. Der 74-jährige pensionierte Maurer João Pereira de Souza fand einen kleinen südamerikanischen Magellanen-Pinguin, der ölverschmiert und ausgehungert am Strand in Rio de Janeiro angeschwemmt worden war. Souza kümmerte sich um den Pinguin, den er Dindim nannte. Als Dindim wieder gesund war, setzte er ihn im Meer aus. Dindim hatte eine Bindung zu dem alten Mann aufgebaut, die er nie vergaß. Im folgenden Jahr, als Souza dachte, er würde den Vogel nie wiedersehen, kehrte Dindim zurück und schwamm tausende von Kilometern von einer Kolonie in Patagonien aus, um seinen alten Freund wiederzusehen. Seitdem ist das Duo unzertrennlich und obwohl Dindim für die Brutsaison weggeht, kehrt er immer wieder zurück und bleibt einige Monate bei Souza als Zeichen der Dankbarkeit. Nummer 4. Ein verliebter Ganter. Das Internet ist voll von Geschichten über herzerwärmende Beziehungen zwischen Tieren und Menschen. Aber noch schöner ist, wie diese Tiere sich beim Wiedersehen an die von Menschen gezeigte Liebe erinnern. Gänse sind bekanntlich aggressiv und picken, wenn man ihnen zu nahe kommt. Aber der Gunter Dufus aus Arkansas hat eine Beziehung zu Cindy Adams. Zuerst war Dufus, der in einer Scheune lebt, zögerlich, aber bald liebte er Cindy. Er vermisste sie in ihrer Abwesenheit und wenn sie ihn besucht, rennt er mit ausgebreiteten Flügeln zu ihr und umarmt sie. Ein schöner Anblick. Hättest du gedacht, dass ein Vogel so viel Zuneigung zeigen kann? Es ist herzergreifend, wenn Dufus mit ausgestreckten Flügeln schnatternd auf sie zuläuft. Wenn du dadurch nicht berührt wirst, weiß ich nicht, wodurch dann. Nummer 3. Derek und die Elefanten. Wie Hunde können auch Elefanten beurteilen, wer ein guter Mensch ist. Wenn sie dich als Tierliebhaber erkennen, überschütten sie dich mit Zuneigung. Eine Beziehung zu Elefanten besteht lebenslang und man sagt, dass Elefanten nichts vergessen. Derek ist Mitarbeiter eines Elefanten-Naturparks in Thailand. Er liebt seinen beneidenswerten Job. Seine Beziehung zu den Dickhäutern ist erstaunlich und anscheinend lieben ihn alle. Besonders das Kalb Kamla verehrt Derek. Er ruft ihren Namen und sie kommt auf ihn zugelaufen und mit ihr auch die anderen Elefanten, die alle sehr angetan von Derek sind. Man sieht sie auf ihn zulaufen und sich dann voller Zuneigung um ihn scharen. Der Anblick erstaunt und zeigt, dass, wenn wir Tiere liebevoll behandeln, sie uns dasselbe oder mehr zurückgeben. Nummer 2. Eine Hyäne trifft an ihrem 4. Geburtstag ihren früheren Besitzer. Hyänen sind seltsame, hundeähnliche Wesen, aber es sind trotzdem Tiere. Ihr Lachen erschreckt einen, aber es könnte auf Zuneigung oder Aufregung beruhen. Hyänen haben zu Unrecht einen schlechten Ruf und sie können viele Gefühle zeigen. Nehmen wir zum Beispiel Jake. Jake wurde im Animal Kingdom Zoo in New Jersey geboren und lebte dort, bis der Zoo niederbrannte. Brian Horn rettete Jake gerade noch rechtzeitig. Nachdem er sich um die Hyäne gekümmert und sie Jake genannt hatte, gab er sie in die Obhut eines Tierheims, wo Jake hervorragend versorgt wird. An Jakes 4. Geburtstag besuchte Brian ihn. Schau, wie aufgeregt die Hyäne ist, sie hört nicht auf zu kreischen. Das ist Liebe. Nummer 1. Schimpansen treffen ihre Adoptivmutter nach 25 Jahren. Hier ist eine weitere zu Tränen rührende Schimpansengeschichte. Linda Köpner arbeitet seit ihrer Jugend als Schimpansenpflegerin. Zwei ihrer berühmtesten Schimpansen waren Doll und Swing, zu denen sie eine Beziehung aufbaute und ihnen bei der Eingewöhnung in einem Tierreservat half.
25 Jahre später kehrte sie zu einem Besuch dorthin zurück. Denkst du, das war zu lange? Die Schimpansen erkannten sie sofort. Und was für ein emotionales Wiedersehen es wurde. Die Schimpansen hatten ihre Adoptivmutter nicht vergessen, ohne die sie vielleicht nicht durchgekommen wären. Ein echter Tränendrücker, nicht wahr? Aber sind das nicht alle diese Begebenheiten, die zeigen, wie gefühlvoll Tiere sein können? Welche Geschichte hat dich am meisten bewegt? Christian der Löwe, der süße Pinguin oder die Schimpansen Doll und Swing? Sag es uns in den Kommentaren und vergiss nicht, den Benachrichtigungsbutton anzuklicken und diesen Kanal zu abonnieren.